Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum ersten NGW-Vortrag in dieser Saison. Mein Name ist Patrick Keschler, ich bin im Vorstand der NGW. Wer fotografiert, weiß, mit einem Lichtblitz kann man Vorgänge einfrieren. Wie kurz kann man einen Lichtblitz machen? Kann man ihn so kurz machen, dass man chemische Übergänge vielleicht fotografieren kann? Dieses Ziel haben sich die Erbauer des Free Electron Lasers am PSC gestellt. Und einer der Benutzer, der Anwender des Free Electron Lasers, erzählt uns heute darüber, Tobias Weinert. Er stammt aus Berlin, studierte in Greifswald und doktorierte in Frankfurt über chemische Biologie. Für seine Forschungsarbeit war er häufig am PSC, an der SLS, an der Swiss Light Source. Das ist das große hölzerne UFO auf der Villiger-Seite des PSC. Seit 2013 arbeitet er fest am PSC an der Entwicklung und Anwendung des Free Electron Lasers. Und er arbeitet auch, hat er mir gestanden, an der Erweiterung seines kulinarischen Horizonts von Appleboy zu Fondue und Raclette. Tobias, bitte. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag. Einige von Ihnen waren ja schon bei der Swissfeld-Tour damals dabei. Können Sie vielleicht mal gerade die Hand heben, wer da schon dabei war? Ah, okay, das sind gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, dass da jetzt viele kommen, weil das quasi so eine Serie war. Also da gab es eine Swissfeld-Tour und dann dachte ich mir, stelle ich Ihnen doch heute mal vor, was wir mit dem Swissfeld alles machen können. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Grundlagenforschung. So stellt sich generative KI die Forschung im frühen, also 1900 rum vor. Und so stellt sich generative KI die Forschung jetzt im 21. Jahrhundert vor. Und damit will ich sagen, dass Forschung häufig einen sehr langen Atem braucht. Und viel von dem, was ich Ihnen heute zeige, ist Grundlagenforschung. Und bei Grundlagenforschung ist nicht immer sofort klar, was kann man damit machen. Nur als Beispiel eine sehr wichtige Geschichte in unserer heutigen Zeit. Sie alle haben vielleicht schon mal was von CRISPR-Cas9 gehört, wenn Sie in den Zeitschriften so lesen. Ja. Und die Geschichte davon fängt eigentlich schon in den frühen 90ern an, als ein Wissenschaftler namens Francis Mochicard, der hat sich Bakterien, die unter extremen Bedingungen leben, angeschaut, unter hoher Salzkonzentration. Und dann hat er in der DNS von diesen Bakterien was Komisches gefunden. Das fand er sehr interessant, sich wiederholende Sequenzen. Und das hat ihn einfach interessiert. Das hat er während seiner Doktorarbeit untersucht. Und er wusste nicht so richtig, was das bedeutet. Und dann ist er darauf gestoßen, dass schon 1987 eine japanische Gruppe darüber was veröffentlicht hatte und hat dann herausgefunden, aha, das scheint ein generelles Prinzip zu sein, das gibt es auch bei anderen Bakterien. Und da Bakterien nicht einfach irgendeine DNA mit sich rumschleppen, die nutzlos ist, hat er gedacht, das muss irgendeinen Grund haben. Und als er dann in den 2000er Jahren darin Sequenzen von Viren gefunden hat, in diesen DNA-Sequenzen, da erschloss sich ihm dann, dass das ein Abwehrmechanismus der Bakterien war gegen Viren. Und das ist erstmal jetzt nicht, also man denkt erstmal nicht sofort an eine Anwendung. Er hat dann drüber spekuliert, kann man das vielleicht damit biotechnologisch Bakterien resistenter gegen Viren machen oder so und hat das dann versucht zu veröffentlichen. Und wir Wissenschaftler, wir wollen immer in besonders tollen Journalen veröffentlichen. Eins davon ist Nature und Nature hat dann seine Arbeit abgelehnt und hat gesagt, das ist nicht interessant genug für eine große Masse. Und das ist dann erst 2012, als Jennifer Doudna Emmanuel Charpentier dann in den 2012 entdeckt haben, dass man, wenn man dieses Werkzeug der Bakterien benutzt, DNA viel besser und viel gezielter verändern kann, als wir das jemals vorher konnten. Und da fingen dann auch andere Forscher, Feng Zhang und
George Church, Entschuldigung, Feng Zhang und George Church sprangen dann auf diesen Zug auf und haben dann zum ersten Mal an menschlichen Zellen und an einer Maus gezeigt, dass man damit DNA verändern kann. Und wenn dieser Forscher damals nicht diese Grundlagenforschung betrieben hätte, dann wäre vielleicht dieses CRISPR-Cas9 nicht das geworden, was es heute ist. Und es ist eins der vielversprechendsten Tools, womit wir vielleicht Erbkrankheiten behandeln können. Aber es ist auch extrem wichtig für Krebstherapie zum Beispiel. Also es ist wirklich, es vergeht kein Tag, an dem man nicht in der wissenschaftlichen Welt was Neues darüber hört, über CRISPR-Cas9. So eine ähnliche Geschichte ist eigentlich auch die Protein- oder die Röntgenkristallographie. Die fing auch sehr, sehr früh an. Und zwar erstmal mit der Entdeckung der Röntgenstrahlung, aber dann im Jahre 1912, als dann Walter Friedrich und Paul Knipping in Berlin zum ersten Mal ein Apparat gebaut haben, mit dem man Röntgenstrahlen auf Kristalle schießen konnte. Und sie wollten die Röntgenbeugung an diesen Kristallen sehen. Und die standen im engen Austausch mit Max von Laue darüber. Und das war eigentlich gar nicht so klar am Anfang, dass das überhaupt geht. Und insofern haben dann diese experimentierfreudigen Wissenschaftler das geschafft und haben die erste Röntgendurchleuchtung eines Kristalls gemacht. Wahrscheinlich zeigt dieses Bild überhaupt keine Röntgenbildung. Beugung von dem Kristall, sondern nur einen Schatten von dem Apparat, den sie gebaut haben. Also sie haben das dann später aber geschafft, die Röntgendurchleuchtung davon zu machen. Und dieses Bild ist dadurch berühmt geworden. Wir haben ja gerade Oktober, erinnert das Bild Sie vielleicht an was? Genau, an einen Maßkrug vom Oktoberfest. Und deswegen ist dieses Bild auch so berühmt. Aber die Geschichte geht dann weiter. Da sind wirklich viele Experimente gemacht worden. Und Dorothy Crowfoot und John Bernell, die haben dann zum ersten Mal in den 1930er Jahren gezeigt, dass man Proteinkristalle, also Kristalle von den Proteinen, die in unserem Körper sind, die alle Funktionen des Lebens ausführen, dass man die nehmen kann und dass man die kristallisieren kann. Das wurde schon vorher gezeigt, an Erdwurmblut zum Beispiel und an anderen. Aber man wusste nicht, dass die auch die Röntgenstrahlenbeugung können. Und die haben das zum ersten Mal am Pepsin, das ist eine Protease, haben die das gezeigt, dass die Röntgenstrahlen beugen können. Und das war interessant. Und Max Perutz, trat dann der Gruppe von Bernal bei und hat dann angefangen, daran zu arbeiten, an Bestimmung von Proteinstrukturen mit Hilfe von Röntgenkristallographie. Und das hat dann sehr, sehr lange gedauert. Zwischenzeitlich gab es dann noch ein paar andere Entdeckungen. Sie wissen vielleicht, dass 1953 ja die DNS-Struktur aufgeklärt wurde von Crick und Watson. Allerdings haben die Daten benutzt, die von Rosalind Franklin und jetzt ist mir der Name auch gerade wieder entfallen, stammten. Und jedenfalls, diese Daten waren aber keine Beugungsdaten an einem Kristall, sondern das war Faserbeugung. Also die haben eine DNS-Faser genommen und haben da die Beugung gesehen, die Röntgenbeugung. Da kann man viel weniger Informationen draus schließen als an so einem Beugungsbild von einem Kristall. Aber daran haben die eben die Struktur der DNS entschlüsselt. Und dann führte das dann schlussendlich 1956 dazu, dass die erste Struktur von dem Protein aufgeklärt wurde, vom Myoglobin zu niedriger Auflösung. Und 1959 gab es dann die Struktur bei hoher Auflösung. Und da wurde schon was offensichtlich, worüber ich Ihnen heute teilweise berichten werde, dass Proteine sich bewegen können müssen, dass sie dynamisch sind. Denn dieses Myoglobin, das sitzt in unseren Muskelzellen und speichert da Sauerstoff. Falls Sie mal eine besonders große Anstrengung machen, speichert es da den Sauerstoff. Und das hat ein aktives Zentrum, das sitzt in dem kleinen Molekül, das heißt Häm. Das hat ein Eisen gebunden und an dieses Eisen bindet der Sauerstoff. Allerdings, man hat die Struktur aufgeklärt und man hat überhaupt keinen Weg rein für den Sauerstoff in dieses Protein gefunden. Und da wusste man, okay, wenn der Sauerstoff da irgendwie rein will, dann muss sich das Protein bewegen. Und nur noch mal eine kurze Erklärung dazu, wie funktioniert Röntgenkristallographie. Also wenn Sie ein Protein haben, ich hoffe, das geht jetzt los, ja, wenn Sie ein Protein haben, dann können Sie das aufreinigen und stellen Sie sich vor, Sie machen das in einen Wassertropfen rein und das konzentriert sich immer weiter an, dann können sich die Proteinmoleküle darin
aneinander lagern in einer dreidimensionalen Art und Weise, sie sich immer wieder wiederholt und dann kriegen sie von Röntgenstrahlung so ein Beugungsmuster hier. Und dieses Beugungsmuster, da müssen sie noch das Phasenproblem lösen. Wenn sie das machen, kriegen sie eine Elektronendichteverteilung und da drin können sie dann ein atomares Modell reinbauen. Ja, das ist jetzt hier mal dieses Myoglobin, da sitzt ein Eisen in der Mitte, das ist dieser Kofaktor und da ringsrum ist das Protein, da sehen Sie, das sind lauter Kohlenstoffatome, Stickstoffatome und Sauerstoffatome, so stellen wir die immer dar. Und was Sie da jetzt auch sehen ist, also wenn Sie die Atome, die sind da jetzt ein bisschen verkleinert dargestellt. Ja, da pfeift nicht irgendwie der Wind durch das Molekül, sondern das ist komplett dicht gepackt. Das hat so ungefähr eine Dichte von vielleicht Pflanzenöl oder so. Also die Dichte ist geringer als die von Wasser. Die Strukturbiologie hat schon relativ früh angefangen, bedeutende Entdeckungen zu machen über alles Mögliche, wie funktioniert das Leben. Aber sie wurde auch schon sehr früh eingesetzt, um Medikamentenentwicklung zu betreiben. Und ein Beispiel, was da immer gern genannt wird, ist die HIV-Protease. Das ist hier mal die HIV-Protease. Sie wissen, Anfang der 80er Jahre gab es halt diese AIDS-Epidemie. Man wusste anfangs noch nicht mal, woraus wird die überhaupt ausgelöst. Und dann hat man gefunden, das ist das HIV-Virus. Ja. Und da hat man dann relativ schnell angefangen, Medikamente gegen zu entwickeln. Und schon 1989 hat man diese Struktur aufgeklärt von der HIV-Protease, weil das HIV-Virus, das macht nämlich eine große, lange Proteinkette aus ganz vielen Aminosäuren, die all die Proteine, die es braucht, um sich zu replizieren, enthält. Und diese Kette, die wird von dieser HIV-Protease geschnitten. Und hier liegt jetzt mal so ein Inhibitor, also ein Stoff, der verhindert, dass das Enzym seine Arbeit macht, in der Mitte dieses Enzyms drin. Da sehen Sie übrigens, dass das so richtig raumfüllend ist, wenn man die ganzen Atome da hat. Später sehen Sie eher schematische Darstellungen von Proteinen. Da sehen Sie, genau, und hier ist das aktive Zentrum und da wird dann diese Kette gespalten. Und da hat man im Prinzip schon anfangen können, sich die Strukturen, die atomaren Strukturen von den Medikamenten, die da binden, anzuschauen und konnte dann auch dementsprechend anfangen, diese zu verändern und zu verbessern. Und damit hat auch die Strukturbiologie dazu beigetragen, dass Medikamente entwickelt werden konnten. Und weil die Strukturbiologie oder die Röntgenkristallographie im Speziellen so extrem nützlich war, gab es unheimlich viele Gruppen auf der Welt, die diese Methode benutzt haben, um ganz, ganz viele Strukturen aufzuklären. Zum Beispiel die Struktur der Ribosomen, der Nukleinsäuren, also wie sieht DNS aus, wie sieht Transfer-DNS aus, wie funktioniert die Übersetzung von DNS in Messenger-RNS und dann die Übersetzung durch die Ribosomen in Proteine. Und diese ganzen Forschungsfelder waren natürlich an sich interessant und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Strukturen in der Proteindatenbank deponiert wurden. Ja, also jedes Jahr, das wird immer noch mehr, also es ist pro Jahr, es ist nicht kumulativ, das werden immer noch mehr Strukturen, die da deponiert werden. Und natürlich hat da auch die Entwicklung der Röntgenquellen eine entscheidende Bedeutung. Zum Beispiel die SLS war eine sogenannte dritte Generation Synchrotron-Quelle und diese Quellen, die waren dann besonders gut und da hat man dann viel mehr Strukturen bestimmen können. Diese Proteindatenbank ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für was heute immer wichtiger wird. Open Data und Open Science, also es ist eine riesige Datenbank, da sind all diese Proteinstrukturen drin, fast 200.000 Strukturen. Die können Sie sich auch einfach runterladen und angucken und darüber was lernen über die Proteine. Aber was noch interessanter ist, und das ist eigentlich ganz cool, dass die Folie habe ich dann, also jetzt, entschuldige, das habe ich, jetzt komme ich noch zu einem kurzen Film, der einfach mal zeigt, was man eigentlich lernen kann über die Prozesse des Lebens, wenn man sich statische Strukturen von Proteinen anguckt. Und das ist schon ganz erstaunlich. Da habe ich Ihnen mal ein YouTube-Video mitgebracht. Ich hoffe, das spielt ab. Genau, das ist ein Ribosom bei der Arbeit hier. Ja, und da sehen Sie, wie die Messenger-RNA in das Ribosom reingeht. Die Transfer-RNA bringt die Aminosäuren und das Ribosom setzt die dann zu einer Peptidkette zusammen. Ja? Und diese Peptidkette, Sie sehen hier den genetischen Code, ja, also die DNA hat immer so eine 3-Basenpaare-Abfolge und die legt fest, welche Aminosäure nachher in diesem Protein ist und das Ribosom macht dann dieses Protein. Und was dann mit dem Protein passiert,
ist, es faltet sich. Also es fängt an, sich irgendwie zusammenzulagern und seine dreidimensionale Struktur auszubilden. Und dafür gab es dann auch im Jahr 2009 den Nobelpreis für diese Forschung an Thomas Deitz, Venki Ramakrishnan und Ada Jonath. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann denken Sie doch, Moment, es gibt eine DNA, es gibt einen genetischen Code, es gibt 20 Aminosäuren und es ist immer dasselbe Ribosom, was alle Proteine macht. Also müsste man doch denken, dann muss ja in der Sequenz der Aminosäuren schon die Information stecken, wie sich das Protein faltet. Warum machen wir dann überhaupt Röntgenkristallographie? Dieses Faltungsproblem war Tatsache ein Riesenproblem in der Wissenschaft. Man hat sich darüber Gedanken gemacht. Das muss doch möglich sein, weil das ist ein bisschen vereinfacht gesagt. Also es ist nicht nur einfach die Aminosäuresequenz. Es hat auch was mit dem genetischen Code zu tun und mit anderen Sachen. Aber im Grunde genommen ist es Tatsache so, die Aminosäuresequenz legt fest, wie das Protein aussieht. Und da kommen wir dann zu dieser Folie, die ich jetzt vor kurzem noch verändert habe. Da gab es nämlich gerade den Nobelpreis für Chemie für. Und zwar, das war halt eine Sache, an die Proteinforscher schon ewig, davon haben wir schon ewig geträumt. Diese beiden Herren hier, die arbeiten für eine Firma von Google, DeepMind heißt diese Firma. Und die haben 2020 was rausgebracht, was revolutionär war, wo allen Strukturbiologen auf diesem Planeten die Kinnlade runtergegangen ist. Die haben nämlich eigentlich dieses Problem gelöst. Und die Lösung dieses Problems war ein bisschen anders, als man sich das immer so vorgestellt hat. Dazu komme ich gleich noch. Und der andere Teil des Nobelpreises ging an David Baker, an der University of Washington. Und was der gemacht hat, ist, der hat jetzt diese viele Informationen, die wir über Proteine haben, benutzt, um künstliche Proteine zu machen, designte Proteine. Und das ist wirklich ein Punkt, wo wir jetzt langsam immer mehr hinkommen, dass Proteindesign eine Rolle spielt und ganz viel eine Rolle spielt dabei auch KI. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, wie AlphaFold funktioniert. Man gibt eine Proteinsequenz rein. So. Und genau wie, also im humanen Genomprojekt wurden extrem gute Sequenzierungstechnologien entwickelt. Und die DNS-Sequenzierung ist so weit, dass wir riesige Datenbanken haben, wo wir von unzähligen Mikroorganismen DNS-Sequenzen drin haben. Und diese Mikroorganismen und auch Menschen und Tiere und von allen möglichen Organismen wissen wir über den genetischen Code, wie die Protein-Aminosäuresequenz von ihnen ist. Und viele dieser Proteine, die teilen eine Funktion, die haben dieselbe Funktion. Und wenn man weiß, zwei Proteine haben dieselbe Funktion, dann weiß man heutzutage, und sie haben eine ähnliche Sequenz, weiß man aus der Proteindatenbank, die sind auch sehr, sehr ähnlich gefaltet. Und wenn man jetzt in diesen DNS-Sequenzen, wenn man die jetzt übereinander legt und guckt und sieht, in dem einen Protein, von dem einen Organismus hat man an der Stelle hier eine positiv geladene Aminosäure und an der anderen Stelle eine negativ geladene. Und immer, wenn in einem Organismus diese Stelle hier negativ geladen ist, ist sie in dem anderen Organismus, in dem sie positiv geladen ist, ist die gegenüberliegende Aminosäure, also eine andere Aminosäure, genau gegenteilig geladen. Und damit weiß man, dass diese Aminosäuren nah beieinander sein müssen. Und damit kann man so eine Abstandskarte machen. Und wenn man diese Abstandskarte hat, dann weiß man schon ungefähr, wie sieht eigentlich dieses Protein aus. So. Und diese Abstandskarte, die kann man dann aber reingeben in ein neuronales Netzwerk. Ja, für maschinelles Lernen gab es ja auch, und für neuronale Netzwerke gab es ja auch dieses Jahr den Nobelpreis. Sie wollen gar nicht wissen, wie viel Hilfe ich da von KI bei meiner Präsentation hier hatte. Sie geben da diese Abstandskarte rein und dann, basierend auf diesen ganzen Strukturen, die in der Proteindatenbank drin sind, hat diese KI gelernt, wie Aminosäuren miteinander interagieren. Und deswegen schafft sie es, das Faltungsproblem zu lösen und wir kriegen eine Struktur raus, die extrem akkurat ist. Ich habe selbst während meiner Doktorarbeit ich habe an mehreren Proteinen gearbeitet und zum Schluss dann noch eins angefangen, wovon ich die Struktur lösen wollte. Das hat nicht ganz geklappt.
Und deswegen sofort, als das rauskam, bin ich natürlich sofort wieder auf diese Struktur und habe die reingegeben. Und die wurde mittlerweile gelöst, also eine ähnliche Struktur, die gab es in der Proteindatenbank. Habe die übereinander gelegt und ich dachte, wow, das ist ja fantastisch, wie gut das funktioniert. Und das löst noch ein weiteres Problem, das sogenannte Phasenproblem. Wir haben nämlich, wenn wir Kristalle machen, dann müssen wir von diesen, Sie haben ja da diese Punkte vorhin gesehen in dem Bild, ja, die stehen im Prinzip für Frequenzen. Deswegen fand ich es vorhin ganz lustig, dass hier an der Seite hier eine Sinuskurve abgebildet ist. Das ist ganz ähnlich, das Phasenproblem. Sie wissen im Prinzip nicht, wie die zueinander in Bezug stehen, die Wellen, ja, und dann können Sie die Elektronendichte nicht bestimmen von diesen Daten. Aber wenn Sie ein Molekül haben, was ganz ähnlich aussieht wie das, was Sie angucken, dann können Sie dieses Problem ganz einfach lösen. Und das ist total cool für funktionale Forschung. Wenn wir uns ein Protein angucken, wie es mit seinem Liganden interagiert, dann können wir das jetzt viel einfacher machen, dank AlphaFold. Und deswegen gab es dafür auch den Nobelpreis. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Proteindesign. Und das ist wirklich interessant. Das ist ein bisschen schwerer zu verstehen. Da hat man quasi eine KI programmiert, auf echten Proteinstrukturen aus der Proteindatenbank, den man Rauschen hinzugefügt hat. Und dann hat man der KI beigebracht, das zu entrauschen. Dann können Sie aber auch von statistischem Rauschen anfangen. Ja, das ist mal ganz vereinfacht erklärt. Und wenn Sie dann eine Vorgabe geben, zum Beispiel ein Protein, gegen das dieses Protein, was die KI sich ausdenkt, halluziniert, sagt man dazu, binden soll, dann können Sie ein Protein generieren, was komplett neu ist und genau an Ihr Zielprotein bindet. Da sind wir heute angelangt und dafür gab es auch den Nobelpreis, logischerweise, weil das ist für die Medizin unglaublich revolutionär. Damit kann man ganz viel machen. Man kann bestimmte Proteine gezielt ausschalten. Man kann bestimmte Proteine gezielt finden. Und was noch cooler ist, oder ich finde es jedenfalls cool, Sie erinnern sich noch an das Myoglobin vom Anfang, ne? Die erste Struktur, die je aufgeklärt wurde. Dieses Molekül ist sehr ähnlich von dem Hem. Und da haben Sie noch sowas drangehangen. Und dann haben Sie in dem Labor von dem David Baker ein Protein entwickelt, was diesen Liganden genau bindet. So. Und der sitzt jetzt da auch, das ist ein komplett neues Protein, das gibt's nicht. Man kann die Struktur vorhersagen, die sieht genauso aus wie die echte Struktur, die haben sie bestimmt natürlich über Röntgenkristallographie. Und das bindet genau diesen Liganden, den sie sich ausgedacht haben. Nur das hier, das haben sie da rangehangen, weil sie wollten, dass da noch ein Kanal im Protein übrig bleibt, damit Sauerstoff da binden kann. Und dann kann man eine Absorptionsmessung machen, dann können Sie das, was das für ein Licht absorbiert, messen. Und dann sehen Sie, ah ja, das absorbiert Licht, genauso wie Sie sich das vorgestellt haben. Die Bindung ans Protein verschiebt nämlich die Absorption. So. Allerdings, jetzt, das ist das Coolste, aber jetzt kommen wir auch schon zum größten Problem. Gucken Sie mal, bei 32 Grad Celsius macht es das, bei 72 Grad Celsius, bei 92 Grad Celsius macht es das auch. Und das ist jetzt das Problem, denn Proteine sind in den seltensten Fällen so stabil. Warum sind sie so stabil? Da erzähle ich Ihnen jetzt nochmal eine Geschichte. Und zwar, wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann zeichnen Sie einen Plan von diesem Haus und Sie geben das jemandem und der kann nach diesem Plan ein Haus bauen. Macht die Menschheit schon seit Hunderten von Jahren so. Und das ist eigentlich relativ einfach, nur leider sind die wenigsten Proteine Häuser. Die meisten Proteine sind Maschinen. Wenn Sie eine komplexe CNC-Maschine bauen wollen, dann haben Sie dann wahrscheinlich lieber ein Computermodell davon, wo Sie die einzelnen beweglichen Teile gegeneinander modelliert haben und so weiter. Und genau da ist jetzt im Prinzip das Proteindesign angekommen. Also wir können, die KI hat quasi gelernt, wie macht man ein Protein, was total stabil ist. Aber das ist genauso wie bei einem Ei. Wenn Sie das kochen, ist das auch viel stabiler. Dann können Sie das fallen lassen, es geht nicht kaputt. Aber wenn Sie mal ein rohes Ei gedreht haben und sehen, wie das wackelt, und ein gekochtes Ei gedreht haben und sehen, wie stabil sich das dreht, ohne sich zu bewegen, dann verstehen Sie, dass was Wichtiges fehlt, nämlich die Dynamik. Die meisten Proteine sind Maschinen, die bewegen sich. Und um sich bewegen zu können und um Bewegungen zu verstehen, brauchen wir noch viel mehr Daten und wir müssen einfach uns diese Bewegungen angucken und genau das macht der SwissFell möglich. Und jetzt komme ich mal zum SwissFell. Gut, dass so viele von Ihnen nicht die Tour mitgemacht haben. Hier ist mal ein Bild vom Paul-Scherrer-Institut. Hier ist der SwissFell zu sehen
Und der SwissFail ist 740 Meter lang. Das ist ein ziemlich langes Gerät. Ja, das ist eine Großforschungsanlage. Da hinten ist übrigens das UFO, das SLS. Ja, und der besteht aus vier Teilen. Also einmal der Elektronenquelle, dann einem Linearbeschleuniger und dann zu dem Rest kommen wir später. Und hier trifft gerade ein Laserblitz auf eine glattpolierte Kupferscheibe und löst Elektronen raus. Und diese Elektronenwolke, die wird jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit auf nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ja, in so einer Hochfrequenzkavität wird sie beschleunigt und dann fliegt sie da raus. Elektronen sind geladene Teilchen, die wollen gerne auseinanderfliegen. Die wollen auseinanderstäuben und dazu fliegen die nach dieser anfänglichen Beschleunigung erstmal durch so Schikanen durch, die kommen jetzt hier. Ja. So, jetzt fliegen sie durch die Schikanen durch und das sorgt dafür, dass diese Elektronenwolke möglichst gleichmäßig verteilt ist und nicht auseinanderstäubt. Ja, das sind hier die unterschiedlichen Energien von den Elektronen. Und die werden dann halt so gedreht, dass die alle auf der gleichen Bahn fliegen. Und dann kommt sie in den Linearbeschleuniger nach diesen Schikanen. Ja, jetzt sind wir da gleich durch. Und dann fliegt diese Elektronenwolke hier durch den Linearbeschleuniger. Und da gibt es jetzt noch mehr von diesen Hochfrequenzkavitäten. Und da wird es jetzt immer, immer, immer schneller. Und das ist wichtig für die Wellenlänge des Lichts, die in dem nächsten Schritt erzeugt wird. Im nächsten Schritt kommen diese Magneten und da fährt dieses Elektronenbündel Slalom. Das ist wie so eine kleine Antenne. Aber weil es so schnell ist, macht es keine Radiofrequenzen, sondern es macht genau das Licht in der Wellenlänge, die wir brauchen. Und dieses Micro-Bunching hier kommt dadurch zustande, also Sie haben gesehen, das hat sich so aufgespalten, das kommt dadurch zustande, dass die Elektronen anfangen, ihr eigenes elektromagnetisches Feld, was die Strahlung, die sie erzeugen, die fangen die an zu sehen. Und da bündeln die sich und da kommt dann das Lasing zustande. Ja? Und das ist dann so ein richtig schneller, kurzer Ausbruch, den haben wir 100 Mal pro Sekunde, mit 100 Hertz schießt der SwissFail, ist nicht der schnellste freie Elektronenlaser, ist auch nicht der langsamste freie Elektronenlaser, ist auch nicht der hellste freie Elektronenlaser, aber es ist halt ein Schweizer freier Elektronenlaser. Für die Schweiz ist für fantastische Ingenieurskunst bekannt und es ist er. Ich habe wirklich, also von allen freien Elektronenlasern ist mir der SwissFail der liebste. Wir haben schon alle benutzt auf der Welt. Es gibt fünf. Und was Sie jetzt nicht erwarten würden, ist, dass es weltweit auch der günstigste war. Das würde man ja in der Schweiz jetzt nicht unbedingt annehmen, aber ist Tatsache so. Ja? Genau. Und mit diesem SwissFail können wir eine Methode machen, die nennt sich zeitaufgelöste serielle Kristallographie. Was ist das jetzt? Also Sie haben vorhin gesehen, wir können Kristalle in den Röntgenstrahl halten, der beugt, wir kriegen Punkte. Aus den Punkten können wir auf die atomare Struktur zurückrechnen. Okay. Aber das ist doch, wenn Sie jetzt mit so einem starken Puls von einem Röntgenlaser auf den Kristall schießen, dann entfernen Sie ganz viele Elektronen von den Atomen, die da drin sind. Dadurch werden die alle positiv geladen, stoßen sich ab und explodieren. Das ist natürlich blöd, wenn man explodierenden Kristall haben, dann können wir daran ja nichts messen. Gott sei Dank sind die Pulse so kurz, wenige Femtosekunden, dass wir die Röntgenbeugung messen können, bevor die Kristalle explodieren. Ja? Und wenn man jetzt noch einen schönen Abstand macht, also Sie haben zum Beispiel ein optisch aktives Protein, ich habe ihn ja schon im Abstract geschrieben, ja, dass wir gucken uns heute lichtgetriebene Prozesse an, dann können Sie vorher mit einem Laser diesen Kristall beschießen, das Protein darin wird aktiviert und dann schießen Sie in einem definierten Abstand später mit dem freien Elektronenlaser drauf. Das sieht ungefähr so aus. Also wenn Sie jetzt einen Kristall beleuchten würden, dauerhaft und nicht zeitaufgelöstes messen würden, dann würden Sie sowas Verschmiertes hier sehen. Sie würden dem Protein also nicht bei der Arbeit zusehen, sondern Sie würden zwar eine grobe Idee davon bekommen, aber nicht verstehen, wie es funktioniert. Sie kennen das alle aus der Disco, wenn diese stroboskopischen Effekte, wenn sie sich bewegen, ja, dann sieht das so aus, als ob sich da irgendwelche Roboter bewegen. Und genau das ist das. Also wir haben einen zeitlich definierten Abstand von dem Lichtpuls und von der Probe. Und damit können wir dann anfangen, diese Proteinmoleküle Tatsache zu beobachten. Und damit das für Sie jetzt mal ein bisschen mehr Kontext bekommt, ich habe gesagt, das ist Grundlagenforschung. Also viele Sachen, die wir uns angucken, sind jetzt nicht unmittelbar Proteine von Menschen, die man benutzen kann, um Medikamente zu entwickeln. Grundlagenforschung braucht Zeit.
Aber ich habe das trotzdem mal versucht, für Sie so ein bisschen entlang Ihrer menschlichen Erfahrungen aufzureihen. Also die Fortpflanzung ist für uns Menschen ja wichtig und da haben wir unsere genetische Information, die in der DNS gespeichert wird und die wollen wir weitergeben. Wahrnehmung ist für uns Menschen wichtig, also zum Beispiel das Sehen, unser Sehvermögen, lichtgetriebener Prozess, könnte man sich schon denken, wohin das führt. Stoffwechsel ist für uns sehr wichtig. Wir brauchen Energie zum Überleben. Pflanzen machen Photosynthese. Wir Menschen, wir essen andere Organismen, um unsere Energie zu bekommen. Und wenn der Stoffwechsel mal außer Kontrolle gerät, dann haben wir vielleicht Medikamente oder wenn Sie eine Infektion haben, dann können Sie Antibiotika nehmen. So. Und um jetzt da mal mit anzufangen, man kann Tatsache mit Licht DNS reparieren. Das hat sich eine taiwanesische Gruppe bei uns am Swissvel angeschaut. Ich war da nur indirekt beteiligt an diesem Projekt, weil ich ihnen mit Sachen an der SLS vorher geholfen habe. Aber diese taiwanesische Gruppe, die kam da an den Swissvel. Und das ist eine sehr interessante Sache. Die Frau von meinem Chef, dem Jörg Standfuß, dem Laborleiter in dem Labor, wo ich bin, die ist auch aus Taiwan und die hat dieser großen Gruppe, da kommen immer sehr große Forschungsgruppen, das müssen Sie sich vorstellen, man hat diese Strahlzeiten vielleicht einmal im Jahr oder so oder vielleicht einmal alle 2 Jahre und da muss dann auch alles klappen. Da hat sie die erstmal mit leckerem taiwanesischen Essen versorgt, weil sie ist nämlich aus Taiwan und deswegen hat dieses Experiment wahrscheinlich so gut geklappt. So, jedenfalls, die DNS ist ja der Schlüssel für unsere Erbinformationen, die geben wir weiter. Ich hatte vorhin schon den genetischen Code erwähnt. Ja, da gibt es diese Basenpaarungen, die sich in der DNS hier bilden. Und die DNS, bevor wir sie weitergeben, die wird dann so aufgewickelt. Ja, wir haben hier auf der DNS stehen die Gene, die in die Proteine übersetzt werden. Die werden dann aufgewickelt in Chromosomen. Und dann kommen wir später noch zu den Mikrotubuli. Die ziehen die dann auseinander und teilen die Zelle. Interessanter Fun Fact, wenn man alle DNS-Moleküle im Körper nehmen würde und die aneinander reihen würde, dann kommen sie 600 Mal zur Sonne. Also das ist schon ordentlich lang. Ja? So, und Sie wissen ja, Ärzte sagen Ihnen immer, Sie sollen sich schön mit Sonnencreme einreiben, wenn Sie rausgehen. Und das ist tatsächlich auch wichtig, weil UV-Strahlung in der Sonne, die schädigt Ihre DNS. Und das macht sie, indem sie 2 Thymin-Basenpaare, die da in der DNS übereinander liegen, verbindet. Ja, auf diese Art und Weise, die nicht gut ist für unseren Körper, weil was dann passiert ist, dann können sie entweder ihre DNS nicht replizieren, also das heißt, die Zelle kann sich nicht teilen, oder aber noch schlimmer, es kann fehlerhaft passieren, das heißt, sie können Mutationen einbauen und sie wissen, wenn die DNS mutiert, dann können sie unter anderem Krebs bekommen. Übrigens gibt jeder Mensch ungefähr 100 Mutationen an seine Nachkommen weiter, also so schlimm sind sie dann nicht, sie sind ja auch die Grundlage für Evolution. Allerdings kann man natürlich die DNS auch reparieren. Und die DNS-Reparatur funktioniert bei uns Menschen über Nukleotid-Exzessionsreparatur. Da gab es auch, ich glaube im Jahr 2012 oder so, 2015 den Nobelpreis für diese Reparaturmechanismen. Da spielte auch Strukturbiologie eine Rolle. Das ist hier von der Arbeit von einem der Nobelpreisträger, Aziz Sankar. Der hat beschrieben, wie Photolyasen funktionieren. Wir Menschen haben die nicht, die haben aber Amphibien und Fische und Bakterien. Deswegen sage ich, das ist Grundlagenforschung, das ist immer nicht so einfach, menschliche Proteine anzugucken. Deswegen nimmt man häufig auch welche von Mikroorganismen her. Und diese DNS-Reparatur ist einer der Prozesse, die der Herr Eschle vorhin erwähnt hat, die verdammt schnell ablaufen. Und es ist nämlich so, dass Sie haben dieses Dimer hier von diesem Thymin. Und das macht die DNS kaputt. Das kann dieses Enzym erkennen, diese Photolyase. Und die bindet gezielt nur an diese Stellen, wo dieses da existiert, dieses Dimer hier. Und dann klappt es das raus.
Und die erste Struktur, das ist eigentlich ganz interessant, die hat dieser Assis Sankar oder einer der ersten Strukturen zusammen mit Johann Deisenhofer aufgeklärt. Und als ich das gelesen habe, hat es bei mir sofort geklingelt, weil nämlich ich war in Frankfurt, da gibt es den Hartmut Michel, der hat zusammen mit Paul Huber und Johann Deisenhofer 1988 den Nobelpreis für ein anderes wichtiges lichtaktivierbares Protein gefunden, nämlich das Fotoreaktionszentrum, also wie die Photosynthese funktioniert, wurde da im Prinzip beschrieben. Ja? Und das ist ganz lustig, dass hier das eine lichtaktivierbare Enzym und das andere irgendwie miteinander verknüpft sind. Jedenfalls haben sich diese taiwanesischen Forscher das angeguckt. Ich habe mal für sie einen Film daraus gemacht. Ich hoffe, der gefällt Ihnen. Und zwar, wenn das jetzt passiert, diese DNS-Reparatur, dann gibt es erstmal einen Lichtblitz, auch wieder von nicht ganz UV-Strahlung, aber blauem Licht. Und dieses blaue Licht, das verändert dann diesen Kofaktor hier, das FAD. Ja, das haben wir auch in unserem Körper, ist ein Kofaktor von ganz vielen Enzymen, wird aus dem Vitamin B2 gebildet. Und dann fängt an, sich dieses FAD zu verändern und überträgt also es wird ein Radikal und das überträgt hier ein Elektron auf dieses FAD, repariert diese Bindung. Danach geht es wieder zurück aufs FAD und dann sehen Sie hier, wie dieses Basenpaar wieder zurück in die DNS klappt. Und das kann man sich am Swissfell anschauen. Also Sie können quasi sehen, wie dieses Enzym da an der Stelle die DNS repariert, in einzelnen Schritten, stroboskopisch. Es ist nicht so, dass wir diesen Atomen jetzt beim Bewegen zuschauen, sondern das sind die einzelnen Schritte und die haben wir uns da angeschaut und das ist einfach unglaublich, dass man solche Prozesse jetzt auflösen kann, auf atomarer Ebene. Ich meine, das sind Atome, die Sie da sehen und das sind Pikosekunden, also Billionstelsekunden sind das, ja, die Sie sich da anschauen. Und es ist ein weiterer Vorgang, der sehr, sehr, sehr schnell abläuft. Das habe ich ja gesagt, dass ich das so ein bisschen aufreihe, das Sehen. Und das Schöne ist, das Sehen ist logischerweise ein nicht aktivierbarer Prozess. Deswegen ist das auch ganz gut, den mit einer Methode zu studieren, wo man Lichtaktivierung betreibt. Und der Gebhard Schertler, der war lange Zeit der Chef von unserer PSI Center for Life Sciences. Und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Schauen Sie mal, unser neues, schönes PSI-Logo. Das ist auch schon darauf ausgelegt, dass die Dynamik quasi eine große Rolle spielt in der Forschung am PSI und dass jetzt quasi wir nicht mehr statische Prozesse anschauen, sondern dynamische. Und das PSI baut Großforschungsanlagen, die diese Sachen sichtbar machen. Und der Gebhard Schertler, der hat schon seine ganze Forscherkarriere lang an lichtaktivierbaren Proteinen gearbeitet und der hat auch die ersten Strukturen von diesem Rhodopsin gemacht. Und für ihn ist es ein richtig langer Traum gewesen, dieses Rhodopsin zu nehmen und zu schauen, wie funktioniert das? Was passiert da genau, wenn wir da mit einem Lichtfunken draufscheinen? Und das ist dann auch gelungen jetzt, so langsam gegen Ende seiner Karriere. Er ist zwar nicht mehr der Chef, aber er ist noch, er forscht trotzdem noch weiter und hat noch eine Forschungsgruppe am PSI. Und ist wieder mal ein Bild von generativer KI. So stellt sich generative KI eine belebte Straße vor und einen Autofahrer, der irgendwas sieht. Das habe ich hier einfach mal so hinzugefügt, weil das irgendwie ganz nett aussah. Das Sehen spielt für uns natürlich eine extrem große Rolle in unserem Alltag. Also Sie wachen auf, Sie machen die Augen auf und das Erste, was Sie machen, ist sich irgendwie orientieren. Wenn Sie eine Brille tragen, suchen Sie erstmal die Brille und setzen die auf. Wir nehmen ungefähr 80% der Eindrücke in unserer Umwelt einfach über das Sehen wahr. Und wir könnten uns niemals im Straßenverkehr zurechtfinden, wenn wir nicht sehen könnten. Das ist einfach nicht möglich. Das Rhodopsin selber, das ist eigentlich gar nicht für unser normales Tagsehen zuständig, denn das sitzt in den sogenannten Stäbchenzellen und die sind für unser Dunkelsehen zuständig. Man hat Experimente gemacht, wo man zeigen konnte, dass ein Mensch 1 bis 2 Photonen, also das ist die kleinste Energiemenge von Licht, die man sozusagen abgeben kann, wahrnehmen kann. Also die haben auf das Auge von Menschen 1 Photon gemacht und kam da jetzt 1 oder nicht? Und in mehr Fällen als statistisch jetzt irgendwie Zufall wäre, konnten die sagen, dass das
passiert ist. Also das heißt, das Auge ist extrem sensitiv und dafür sind die Stäbchenzellen zuständig. Die anderen Opsine, das sind farbliche Opsine, die sitzen in den Zapfenzellen, die sind dafür zuständig, dass wir Farb sehen. Aber das, was wir uns angeguckt haben, das ist das Rhodopsin und das funktioniert so. In der Mitte des Rhodopsins sitzt ein Molekül, das heißt Retinal, das stammt vom Vitamin A ab. Sie sagen ja immer, wissen ja, man soll immer Karotten essen, damit man gut gucken kann oder so. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, aber gut. Aber jedenfalls, Sie haben da das Retinal da sitzen und das absorbiert ein Photon, also ein Lichtfunken, ja, und dann ändert seine chemische Struktur. Und das macht es so verdammt schnell, dass diesen Prozess kann man ohne einen freien Elektronenlaser nicht einfangen. Und wir haben das mal gemacht und haben das tatsächlich am SwissFell auch aufgelöst. Wir waren auch in Sakla in Japan damit und haben die späteren Zeitpunkte angeguckt. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das ganz schnell passiert. So. Für Sie ist das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, oder? Also da bewegt sich ja gar nichts in diesem Protein. Für uns ist das extrem faszinierend. Also das heißt, was da passiert ist, nach einer Pikosekunde, ja, hat sich diese Struktur von dem Retinal, von dieser verbogenen Cis-Struktur in diese Trans-Struktur verändert. Und dieser Film ist hier von einer Pikosekunde bis zu 10 Pikosekunden. In der ersten Pikosekunde ist das fertig und dann sieht es so aus, als ob das einfach nur da sitzt und erstmal gar nichts macht. Hinterher ändert sich das noch sehr groß, da gibt es große Strukturänderungen in diesem Rhodopsin, was dann diese Signalkaskade auslöst. Aber das Interessante für uns war jetzt, was wir zum ersten Mal gesehen haben am SwissFell, dass entlang dieser wichtigen Kanäle hier am Protein, da haben schon kleine Veränderungen stattgefunden, nach einer Pikosekunde. Und das sitzt erstmal nur da, aber jetzt muss man darüber nachdenken, ob nicht vielleicht sogar das Protein sozusagen schon auf die späteren Bewegungen vorbereitet wird. Und das ist insofern interessant, als dass man dann einfach diese Prozesse besser verstehen kann und vielleicht später mal Moleküle bauen kann, die sowas machen. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Das ist jetzt der Stoffwechsel. Und da gibt es die Photosynthese zum Beispiel, ne? Das kennen Sie, Photosynthese in grünen Pflanzen, stellen daraus Glucose her, ja? die spalten das Wasser und setzen dann Sauerstoff frei und nehmen das CO2 aus der Luft und machen sich damit Glucose, das Photosynthese. Diesen Prozess haben sich andere Forscher auch an freie Elektronenlasern angeguckt, der ist allerdings gar nicht so schnell. Und es ist relativ kompliziert, deswegen gehe ich da jetzt nicht ins Detail und nehme lieber ein Beispiel, was aus unserer Forschung ist, vom PSI, womit wir auch schon am SwissFell waren mit diesem Protein. Aber die Forschungsergebnisse sind jetzt von einem anderen freien Elektronenlaser in den USA. Und da geht es um Photosynthese in einem Bakterium, in einem Archaebakterium, das in Salzteichen lebt und das macht so eine ganz wunderschöne Farbe hier. Das sind Salzteiche bei San Francisco. Und dieses Bakterium, das wurde schon 1917 entdeckt und das benutzt Licht, um eine ganz andere Art der Photosynthese zu machen. Das benutzt das Licht, um Protonen über seine Zellmembran zu pumpen. Also was, da komme ich jetzt nochmal im Detail dazu. Also das heißt, das Licht trifft dieses Bakterium. Übrigens sitzt da genauso das gleiche Retinal drin, was auch im Rhodopsin sitzt. Deswegen heißt es auch Bakteriorhodopsin. Das hat mit Rhodopsin eigentlich nichts zu tun, ist auch nicht von einem Bakterium, aber ist ja egal. Jedenfalls heißt das Protein Tatsache Bakteriorhodopsin. Und wenn das von Licht getroffen wird, dann ändert sich die Struktur genau andersrum als beim Rhodopsin. Also das ist in der ausgestreckten Konformation und dann verdreht sich so. Ja? Also der Lichtfunke trifft darauf. Und was wir uns da am LCLS angeguckt haben, ist, wie die Isomerisationsreaktion abläuft über die Zeit. Also und das sind wenige Femtosekunden, wenn Sie sich das hier unten angucken, die Zahlen, ja, das sind ein paar Femtosekunden, da fängt das an, sich hier so zu verändern. Und da ist man in einem Bereich, wo man auch durchaus schon sagen kann, da kann man Atomen
die sich konzertiert bewegen im Kristall, bei der Bewegung zuschauen. Und es war für uns unglaublich, als wir da gesessen haben und dann 2017 war das, glaube ich, die ersten Ergebnisse reinkamen und wir dann dachten, okay, hey, wir gucken hier Atomen dabei zu, sich zu bewegen. Da hat der Swissfeld noch nicht funktioniert, der kam dann erst ein Jahr später. Und da haben wir das quasi angeguckt und was das Protein da macht, das Einzige, was es da macht, ist quasi eine Federspannung. Also dieses Retinal ist dann da in dieser verdrehten Konformation und diese Energie, die da jetzt ist, diese potenzielle Energie, die wird dann umgesetzt, um diesen Pumpvorgang zu machen. Und das ist dann quasi wie das Aufladen der Batterie. Also Sie wissen ja auch, in der Batterie, da bewegen Sie ja geladene Teilchen vom einen Ende zum anderen und dann, wenn Sie den Strom brauchen, fließen Sie wieder zurück. Und genauso ist es bei diesem Bakterium, wenn die Protonen über die sogenannte ATP-Synthase wieder zurückfließen in die Bakterienzelle, dann wird das ATP gemacht. Das ist die Energiewährung der Zelle. Also das haben wir auch, das haben alle Organismen, benutzen das. Und deswegen nennt man das auch Photosynthese, weil es Licht benutzt, um Energie zu machen. Obwohl es nicht die Photosynthese ist, die Sie vielleicht kennen. Und was wir uns hier angeguckt haben, das ist ein Prozess, der viel, viel langsamer ist. Deswegen kann man den sich auch an einem Synchrotron angucken. Den haben wir uns an der SLS angeguckt. Und viel, viel langsamer, damit meine ich hier 10 Millisekunden, also ungefähr 10-mal so lang, 10-mal so kurz wie ein Wimpernschlag. Also es ist trotzdem noch recht schnell, aber für diese Prozesse, die man sich am Fell angucken kann, ist es sehr langsam. Und da sehen Sie dann, wie dieses Bakterium Rhodopsin jetzt sich verändert, wenn dieses Retinal hier in der Mitte hat das Proton, das sitzt da und wird rausgepumpt und dann muss es wieder beladen werden am Schluss. Und dieser Vorgang dabei ändert sich extrem doll verglichen mit anderen Proteinen. Und der Grund dafür ist, weil ein Proton ist so klein, das Protein muss unbedingt sicherstellen, dass jetzt nicht, während es wieder sich in seinen Grundzustand zurückfällt, dass dabei wieder Protonen zurückrutschen. Ja, und deswegen muss es da oben so einen großen Deckel drauf machen und macht so eine große Strukturänderung. Und diese große Strukturänderung, das ist jetzt die nächste Analogie, ist genau die gleiche Strukturänderung, die dann später in unserem Auge stattfindet. Diese Proteine sind nämlich extrem ähnlich, obwohl die was komplett Unterschiedliches machen. An diesen großen Arm, der sich da öffnet, bindet dann später ein anderes Protein im Auge und signalisiert dann beim Rhodopsin den Zellen, dass da ein Photon angekommen ist. Also insofern ist auch alles irgendwie miteinander verbunden von diesen Prozessen. Und deswegen kann man vielleicht auch ein bisschen mehr daraus lernen, als nur über die Prozesse selber. Und jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt. Da geht es um Medikamente. Und ich hatte Ihnen ja schon versprochen, dass ich Ihnen noch was über das Tubulin erzähle, das die Chromosomen auseinanderzieht. Und es ist auch in unseren Zellen, es ist unser Zellskelett. Ja, also das ist ein wichtiges Protein und weil es die Chromosomen auseinanderzieht, ist das auch ein Protein, was ein Ziel für zum Beispiel Krebsmedikamente ist. Und jetzt, ja, ich habe Ihnen zu viele Filme gezeigt und Sie denken jetzt, oh mein Gott, jetzt ist er verrückt geworden und zeigt uns hier den Wurm aus Dune, der Wüstenplanet. Nein, das ist ein Mikrotubulus und da ist ein Medikament dran gebunden. Ne? Nee, also, ja, wir reden immer noch über molekulare Filme. Und jedenfalls, wenn da ein Medikament dran bindet, dann kann dieses Zellskelett und diese Apparatur, die Zellen teilt, das ist dann kaputt. Das kann nicht funktionieren. Und bei Zellen, die sich schnell teilen, wie zum Beispiel Krebszellen, wenn man da quasi den Schraubenschlüssel in die Maschine wirft, dann ist vorbei und dann kann sich die Zelle nicht mehr teilen. Das ist natürlich auch eine relativ radikale Methode. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es schadet ja auch anderen Zellen. Genau. Und wenn Sie jetzt ein Medikament haben, was gegen Tubulin wirkt, dieses Medikament hier, ja, wenn Sie da Kohlenstoffatome anstatt Stickstoffatome hätten, dann ist das eine Verbindung, die man vor einigen Jahren aus der südafrikanischen Buschweide isoliert hat und man hat festgestellt, die hilft gegen Krebs. Und da gab es viele klinische Studien. Ich weiß gar nicht, ob im Endeffekt irgendein Medikament rausgekommen ist, aber es ist schon so, dass es, wenn dann nur in kombinierter Therapie wäre, das ist das sogenannte Combretastatin A4. Und da gab es eine Studie 2015, wo wir wieder bei den Filmen wären. Am besten die besten Vorlagen für Filme sind immer Bücher. Und da haben wir die Publikation 2015 gelesen über dieses Licht,
schaltbare Krebsmedikamente. Und da dachten wir, wow, das ist ja super, das können wir nehmen und können damit angucken, was denn mit so einem Medikament passiert, wenn es an sein Zielprotein gebunden ist. Bei uns im Labor, unser jetziger Chef vom Center for Life Sciences, der Michel Steinmetz, der forscht ganz viel an diesen Tubulin. Und dann haben wir uns mit dem zusammengetan. Und da gibt es wirklich ein ganzes Feld mittlerweile der sogenannten Photopharmakologie, die so eine Verbindung überhaupt studieren. Also das heißt, Sie können quasi, Sie stellen sich vor, Sie können ein Medikament anschalten mit Licht, dann geben Sie das einem Menschen und dann könnten Sie es vielleicht zum Beispiel bei Hautkrebs gezielt an der Stelle anschalten, wo der Hautkrebs sitzt oder so. Ja, das ist mal eine Vorstellung. Eine andere ist, dieses Medikament schaltet sich auch über eine gewisse Zeit von alleine wieder aus. Damit hätte man eine ganz definierte Halbwertszeit von dem Medikament. Und ansonsten, weil Sie wissen das oft, dass die Dosis nicht bei jedem Menschen gleich wirkt, ja, weil wir unterschiedliche Enzyme haben, die die Medikamente abbauen. Und wenn Sie da jetzt quasi so ein Medikament haben, wo Sie die Halbwertszeit quasi kennen, das wäre ja auch schon mal was. Genau. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben dieses Medikament genommen, dieses lichtschaltbare Medikament, und haben das an das Tubulin, also das ist die Baueinheit der Mikrotubuli, haben das daran gebunden. Ja, das bindet an der Stelle, wo auch Colchicin bindet, das ist ein Medikament gegen Gicht. Und das sitzt da in diesem Protein. Und wenn wir jetzt mit dem Laser da drauf scheinen, was wir dann machen können, das kommt jetzt gleich im Film, der wiederholt sich jetzt hier unendlich, jetzt kommt der Lichtblitz, dann isomerisiert dieses Medikament und bildet erstmal eine Pose. Also am Anfang haben Sie gesehen, das ist so geknickt. Man kann da auch dieser Isomerisation von dem Medikament zuschauen. Dann isomerisiert das in dem Protein und in dieser Pose bindet es eigentlich gar nicht mehr. Wir sehen es aber noch, weil es noch gebunden ist. Und dann können Sie quasi zugucken, wie das Medikament das Protein verlässt, wie das da rausgeht. Ja, und dann können Sie sich vorstellen, wenn man solche Informationen hat, dann kann man einfach rausfinden, wie ist denn die Interaktion von Proteinmolekülen mit Medikamenten? Wie verändern sich dann die Proteinmoleküle, wenn sie das tun? Das ist so quasi ein Trick, weil das Medikament dann abgeht vom Protein. Wenn Sie es jetzt daran binden würden, das wäre ein statistischer Prozess, der wäre nicht so einfach aufzulösen. Also das heißt, es ist quasi eine ganz gute Methode, um überhaupt die Interaktion von kleinen Liganden mit Proteinmolekülen anzuschauen. Genau. Und damit komme ich auch schon so langsam zum Ende. Ich habe relativ lang beim Anfang angefangen, habe Ihnen was über Grundlagenforschung und Röntgenkristallographie erzählt und ein bisschen was über den Nobelpreis für Chemie 2024 und ein bisschen was über den Swissfell und über zeitaufgelöste serielle Kristallographie. Und dann habe ich Ihnen ein paar Beispiele gebracht, die hoffentlich für Sie ein bisschen Relevanz in Ihrem Leben haben. Die DNS-Reparatur, die ersten 10 Pikosekunden des Sehens, wie man einen biologischen Akku lädt und wie man ein Medikament mit Licht ausschalten kann. Genau. Und am Ende von einem normalen wissenschaftlichen Vortrag, da haben wir immer eine riesige Danksagungsfolie, wo all die Leute draufstehen, aber da Ihnen diese Namen jetzt nicht sagen, habe ich mal gedacht, ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder von den Wissenschaftlern, die hier an diesen Projekten teilweise gearbeitet haben. Ja, da sehen Sie LCLS, da ist in San Francisco in der Nähe oder Japan oder wir waren auch schon wandern am Flumserberg mit unserer Gruppe. Und das Wichtigste bei der Wissenschaft ist immer die Zusammenarbeit und da sieht man, wenn viele Nationen zusammenarbeiten, ja, hier, ich muss das jetzt, glaube ich, vorlesen, ja, da sind Leute aus Holland auf dem Bild, England, Belgien, Frankreich, Deutschland, Korea, Polen, Russland, der Ukraine, Kanada, USA, Kosovo, Türkei, Indien, Taiwan, Israel, Italien, Japan und natürlich der Schweiz. Die sind alle auf diesem Bild und ohne die Ingenieure am PSI, die natürlich diese fantastischen Anlagen bauen, könnten Wissenschaftler aus aller Welt überhaupt nicht hierher kommen und diese Experimente machen und diese wichtige Grundlagenforschung machen. Genau, und ja, dann danke ich Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, dann ja, gerne. Tobias Weinert, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag.
für mich als Physiker immer ein bisschen exotisch, wenn die Dinge so groß werden. Aha. Aber ich bekomme ein Gefühl dafür, was ihr macht. Du hast gesagt, es gibt 5 dieser Free Electron Laser. Mhm. Müsst ihr euch um Kunden balgen oder stehen die Kunden Schlange bei euch? Nee, die Kunden stehen Schlange. Also das ist am SwissFail gibt es ganz viele Arten von Experimenten, die man da machen kann. Da gibt es auch Materialwissenschaftler, die angucken wollen, wie irgendwelche Elektronikschaltungen funktionieren und die verrücktesten Experimente. Aber es gibt auch viele Strukturbiologen, die den benutzen wollen und es gibt eigentlich nicht genug dieser Quellen für diese Art von Forschung. Genau. Und da sind immer 10-mal mehr Bewerbungen, als Experimente gemacht werden können. Ah, okay. Also ich dachte, das habe ich ein bisschen erklärt. Also am Anfang hat man ja diesen kurzen Film über die Röntgenkristallographie gesehen. Ne? Also man nimmt eigentlich einen Kristall und dreht den im Röntgenstrahl und nimmt Beugungsbilder auf. Bei der seriellen Kristallographie am Fell schießen wir auf jeden Kristall einmal. Der explodiert dann, aber man kriegt ein Beugungsbild und dann kriegt man, das kommt ein bisschen auf das Experiment an, das, was ich jetzt zum Schluss gezeigt habe, da hat man so 1 Million bis 2 Millionen von diesen Beugungsbildern und die setzt man dann zu diesen Modellen dann zusammen. Also das ist von den Datenmengen her, hält sich das in Grenzen, also irgendwas zwischen 10 und 30 Terabyte oder so von an Datenmenge. Das ist aber übrigens lustig, wenn man jetzt überlegt, wie groß dann nur noch die Struktur ist, das atomare Modell, das sind ein paar hundert Kilobyte. Also das heißt, sie reduzieren da drastisch am Ende die Datenmenge, die man dann am Ende noch übrig behält. Ja. Darf ich hier noch schnell anschließen? Mhm. Wie kriegt ihr dann die zeitliche Reihenfolge hin? Einen zufälligen Zeitpunkt. Nee, also man kann das machen, dass man einen zufälligen Zeitpunkt hat, wenn man sich so ganz schnelle Reaktionen anguckt, wie zum Beispiel von diesem Molekül, was Sie da zum Schluss gesehen haben. Da haben wir uns noch die Isomerisierungsreaktion angeguckt und da ist der sogenannte Jitter vom Fell, der schießt immer zu einem bisschen zufälligen Zeitpunkt. Ja? Der ist so groß, dass es quasi ein bisschen statistisch verteilt ist. Die Zeit. Und da muss man dann die Zeit genau messen, sozusagen, zwischen dem Fell und dem Laserpuls. Und dann scannt man diesen Bereich ab, ja, und dann kann man irgendwann die komplette Reaktion anschauen. Aber bei vielen dieser Projekte macht man auch diskrete Zeitpunkte. Man sagt, man misst mit 1 Nanosekunde Abstand. Manchmal hat man da spektroskopische Daten als Grundlage oder andere Daten, die einem sagen, zu welchem Zeitpunkt man messen muss. Es gibt keine Links dazu, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass, also Proteine sind unheimlich günstig zu machen, oder? Insofern haben sie natürlich einen großen Vorteil gegenüber von, sagen wir mal, monokristallinem Silizium. Also man könnte sich natürlich vorstellen, dass man ein günstiges System basierend auf Proteinen entwickelt und dabei muss es ja helfen, wenn man die atomaren Grundlagen des Proteins versteht. Ich weiß nicht, auf welcher Basis da diese Solarzellen entwickelt werden, aber ich kann mir vorstellen, dass die davon profitieren können, sich das anzuschauen und das zu wissen, wie das genau funktioniert. Wahrscheinlich nehmen die nicht Photosysteme. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die sind ein bisschen schwierig zu machen, biotechnologisch. Also vielleicht bakterielle, ich weiß es nicht. Da, über die Forschung habe ich noch nichts gehört, aber klingt interessant. So effizient wie Silizium-Solarzellen wird es wahrscheinlich nicht sein, glaube ich, aber billiger. Du hast gesagt, der SwissFail ist nicht der schnellste, nicht der langsamste, aber es ist der schweizerischste und dir der liebste. Ja, außer, definitiv. Außer, dass du am meisten Strahlzeit an diesem Messgerät wahrscheinlich hast und vielleicht hast. Das ist auch für uns kompetitiv, Tatsache. Ja, also wir werden da teilweise abgelehnt, wenn wir da einen Proposal schreiben und sagen, wir wollen dieses Experiment machen. Dann sagt die Reviewer, die sagen dann, nö, macht mal noch mal eure Hausaufgaben oder so. Also es ist nicht so einfach, auch nicht für uns. Und wir haben auch an anderen Fails ist es vielleicht sogar manchmal ein bisschen einfacher, Strahlzeit zu kriegen. Ja, weil der SwissFail so gut ist. Also nehmen das zurück, aber du hast gesagt, er ist ja eigentlich der Liebste. Ja. Was macht ihn liebenswürdig? Es ist genau für unsere Art der Experimente ist die Geschwindigkeit, mit der er arbeitet, genau richtig, ist perfekt.
Es gibt in Hamburg einen freien Elektronenlaser, der hat ein total verrücktes Pulspattern, der basiert auf supraleitenden Undulatoren und der schießt dann diese Pulse, die der macht, macht er nicht mit 100 Hertz, sondern es kommt alle, also 10 Mal pro Sekunde kommt ein, nennt sich Pulse Train von, ich weiß gar nicht wie viel Pulsen, 2700 oder 4500 Pulse, die dann mit 220 Nanosekunden Abstand kommen, so schnell kriegen sie die Kristalle dann nicht ausgetauscht. Die sind dann schon explodiert. Also das heißt, für unsere Forschung ist der Swissfell am besten und er ist auch extrem zuverlässig, das muss man sagen. Und die Wissenschaftler an den Endstationen, die da arbeiten, die machen ihre Arbeit wirklich so gut, dass wir einfach, man ist einfach produktiv. Ja, das ist das. Du hast von Grundlagenforschung geredet einerseits und dann aber auch von Medikamenten, die man ein- und ausschaltet. Wie stark ist da der Einfluss der Pharmaindustrie auf das, was man da macht? Naja, also sagen wir es mal so, dass dieses Medikament, was wir da an- und ausschalten, das ist reine Neugierde. Wir haben gesehen, man kann das machen. Also haben wir gesagt, lass uns das machen. Lass uns das angucken, wie das aussieht. Klar, kann man damit vielleicht mal irgendwann, wenn wir verstehen, wie das funktioniert, Medikamente entwickeln, ist die Pharmaindustrie am Fell zurzeit interessiert? Vielleicht so ein bisschen eher so verhaltenes Interesse, aber für die pharmakologische Forschung, bis das, dieses Alpha-Fold da, wird die pharmakologische Forschung natürlich teilweise revolutionieren. Was meinen Sie, warum Google das entwickelt hat? Die wollen Geld damit verdienen. Und das werden sie auch, nämlich mit AlphaFold 3 können sie auch die Interaktion mit Stoffen vorhersagen. Sie haben das auch für Forscher frei zugänglich gemacht. Allerdings nicht für alle Stoffe, sondern nur ein paar Moleküle. Und die wissen ganz genau, was die da machen. Und insofern muss man sagen, der Zeitrahmen, in dem das für die Industrie mal interessant wird, ist vielleicht länger als jetzt sofort. Vielleicht ist es in 30 Jahren, vielleicht ist es in 10 Jahren. Interessant wird es auf jeden Fall und für ein Land wie die Schweiz, sie haben nicht umsonst einen freien Elektronenlaser gebaut, obwohl der relativ teuer ist, aber zum GDP der Schweiz tragen, glaube ich, Pharmaindustrie mit 10% bei. Ich weiß nicht, ob das indirekt ist, aber es ist unglaublich für die, also ist, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt so hoch, dieser Anteil. Insofern ist das schon ganz gut, wenn man da ein bisschen in Richtung pharmakologische Forschung auch investiert, auch wenn das Zukunftsmusik ist. Genau. Das war's für heute. Vielen Dank nochmals und kommen Sie dann gut nach Hause.